Und herzlich willkommen zu Pokémon Kristall. Ja, es geht wieder weiter. Und mein Hals geht's auch wieder besser seit gestern. Nach der Matches-Zeit-Folge. Die war echt hammerheftig. Und die Baldi-Folge habe ich auch noch richtig hinbekommen. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Team Rocket zerschlage? Sag mir, wer war der Typ mit dem Umhang, der die Drachen-Pokémon einsetzt? Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage macht mir nichts. Macht mir nichts aus. Mit stärkeren Pokémon kann ich ihn besiegen. Was mich wurmt ist, was er zu mir sagte. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihn vertrauen und ihn nicht vertrauen würde. Ich bin so wütend, dass ich gegen so einen Großmann verloren habe. Was für ein Typ, Alter. Wie, was? Ich habe keine Zeit für dich, Alter. Ich habe mich gerade versprochen. Scheiße. Hab ich gesagt, ich bin froh, dass ich die Folge gestern noch hinbekommen habe. Alter. War schon heftig. Auf jeden Fall, wir machen jetzt hier eine Story weiter, denn wir müssen jetzt hier Team Rocket besiegen. Und da dieser kleine, lästige Vorstand uns noch im Weg ist, müssen wir uns um ihn kümmern. Oh. Was? Wer bist du? Dies ist das Büro unseres Anführers Giovanni. Er trainierte, seit das Team Rocket vor 3 Jahren zerschlagen wurde. Wir sind sicher, dass er eines Tages zurückkehren wird, um das Kommando wieder zu übernehmen. Darum halten wir Wache. Ich lasse nicht zu, dass hier laut wird. Okay, Boy. Versuch's. Ich muss kurz übergehen. Weil du Typ mir zu langweilig bist. Aber Boydi. Osman wird dich zerfleischen. Das weißt du doch nicht. Das weißt du doch. Das ist doch logisch. Sehr komisch. Irgendwie ist allgemein die Story komisch. Wo ist denn Giovanni? Gut, wenn man jetzt dann das Event triggert, dann reist man ja in die Vergangenheit. Ist jetzt Giovanni also in die Vergangenheit geflüchtet da irgendwie so? Ich verstehe das nicht ganz. Das ist irgendwie sau suspekt, Pokémon. Wirklich, also Pokémon ist eines der suspektesten Ebenen. Für mich unbeschreiblich. Nicht nachvollziehbar. Wirklich so, ist wirklich so. Ich weiß es nicht, ich kann es auch. Halt die Klappe, ganz ehrlich. Es ist so eine Sache. Und du, Smogon? Du wirst bestimmt Finale einsetzen? Oh. Jetzt Finale? Dann wird es ein bisschen eng für Osman. Okay. Ist nur Tackle. Okay, easy. Ich lasse Osman jetzt bestimmt nicht vergiften, Alter. Bestimmt nicht. So bekloppt bin ich nicht. Auf diesen ollen Trick falle ich nicht rein. Ganz ehrlich, auf diesen ollen Trick falle ich nicht rein. Das wäre mir zu schade und eigentlich auch sehr dumm. Aber egal. Moment, ich muss jetzt das Mikrofon richten. So, jetzt sitze ich perfekt davor. Hört man mich jetzt eigentlich auch noch? Ich weiß es nicht. Es könnte jetzt sein, dass ich ein bisschen leiser geworden bin, weil ich den Popschutz davor gemacht habe. Du, das darf mich nicht belasten. Ich muss es den anderen sagen. Mami! Kenn ich schon. Da ist ein Kramurks. Das Passwort hat er Preise Giovanni. Der Kramurks. Nicht vergessen, hier ist eine TM. TM 46, glaube ich. Ja. Da kenne ich mich mit dem Spiel doch noch aus. Oh, die Musik ist einfach stark. Aber da ich jetzt weiß, dass jetzt gleich ein großer Kampf kommt, werde ich nicht mit Osman vorgehen, sondern ich werde tatsächlich Q-Dogs nach vorne holen, weil das könnte mir dem ein oder anderen Arsch retten. Wobei, was hatten die jetzt? Hat die nicht einen Hunduster? Ich glaube, Matches, halt, du musst das nochmal ganz kurz klären für uns. Achso, was mache ich denn? Kirby gibt das Passwort ein und
Bleib stehen, wo du bist! Wir können es nicht zulassen, dass ein Bike hier herumläuft. Das schadet Team Rockets Stolz. Wie stark du auch bist, du kannst es nicht mit uns beiden aufnehmen. Tut uns leid, Winzling. Jetzt wirst du zermalmt. Ey, sei nicht so egoistisch. Teile den Spaß. Wie? Du hattest einen Komplizen? Wo ist dein Ehregefühl? Ich, Giovanni Stellvertreterin, werde dir zeigen, was das bedeutet, sich mit Team Rocket anzulegen. Kämpft doch gegeneinander statt mit Pokémon, ist doch geiler. Ich meine, Dragon hat ja auch einen Mensch angegriffen. Egal. Rocket-Verstand möchte kämpfen, okay, in Arbok. Ah, nee, noch schlimmer. Egal. Das kriegt Matches halt auch hin. Ist ja ein geiles Imperator. Ja, das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir auch noch hin, Leute, oder? Meine Nase. Ich bin aber ein bisschen noch müde. Ich bin nämlich erst aufgestanden. Und es ist jetzt 6 Uhr 7. Ja, es ist tatsächlich 6 Uhr 7 und ich kann nicht schlafen. Deswegen habe ich jetzt auch gerade keine Facecam an, weil es ist noch viel zu dunkel. Ey, das ist einfach scheiße, ey. Okay, Duflo könnte klitzekleines Problem werden. Eluna, stimmt ja. Ja, ich muss immer wieder klarkommen, was ich so für Pokémon hatte, so richtig. Weil es ist ja lange, 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 lange her, dass ich ja hier Pokémon Kristall gespielt habe, ne? Donnerschlag. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Aber Eluna kriegt das auch hin. Da brauche ich keinen Osman jetzt gerade mal so schnell. Ich bin gerade ein bisschen wirklich komplett durcheinander. Ich hätte eigentlich Bella nehmen müssen, weil die hat ja ihre schönen Psycho-Attacks und so weiter und so fort. Ja, Leute, hatet mich. Ich bin ein bisschen erst früh aufgestanden, das müsst ihr berücksichtigen. Ich habe gerade tatsächlich gedacht, vor mir ist ein Wasser-Pokémon. Weil ich gerade komplett woanders bin. Ja, lacht euch aus. Duflo ist ein Wasser-Pokémon und hier das Meme. Das Kramurks von vorhin. Ah, geil, dann kann doch Eluna gleich drin bleiben. Na, ist doch auch so. Ey, hab ich doch recht gehabt, Mann. Ist doch auch ein Wasser-Pokémon, Kramurks. Fuck. Du bist wirklich gut. So ein Mist. Wenn du bei Team Rocket eingestiegen wärst, wärst du sofort im Vorstand. Ich glaube, wenn ich bei Team Rocket wäre, dann wäre ich mit meinem Pokémon Team Boss. Das ist das. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Aber ihr als Pokémon-Fans eventuell. Ich wünsche mir, also ich, dass man in jedes Pokémon-Spiel vielleicht auch nochmal eine Extra-Edition gemacht hätte oder extra das Feature eingestellt hätte, dass man zu Team Rocket gehen kann oder zu dem jeweilig bösen Team. Dass man sich dann hocharbeiten kann und ganz später auch mal Champ werden kann. Wisst ihr, wie ich das meine? Du hast also wirklich, kannst Arena-Leiter dann die halt jeweils herausfordern und musst dich halt im Spiel hocharbeiten. Weil es gab damals so einen schönen Ansatz, wie Pokémon Rot und Blau und Gelb, die Nugget-Brücke. Wenn du die alle besiegst, kommt dann der letzte Trainer, der sagt, hey, als Belohnung kannst du bei Team Rocket einsteigen. Und dann kannst du nicht mal eine Wahl möchten, ob du das willst oder nicht, weil du sagst automatisch nein. Also ich bin ganz ehrlich, hätte ich schon immer mal Ja gedrückt, ganz gerne. Weil ich gerne herausgefunden hätte, was passiert wäre, wenn man bei Team Rocket wäre. Ist stark. Aber haben sie ja nie gemacht. Schade eigentlich. Oder Ansage an euch alle da draußen. Wer das so gut maken kann, also wer ein Game Maker da draußen ist, wer Spezialitäten machen kann, bitte remake mir Pokémon Rot und Blau oder Gelb für einen Room. Nee, macht Blau, Rot und Blau für einen Room. Und stellt dann bitte perfekt ein. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist da draußen. Oder wer das, auf jeden Fall, wer das kann, wer sich das zutraut, falls das überhaupt möglich ist. Baut genau ab der Nugget-Brücke das Spiel so ein, dass man Ja oder Nein drücken kann. Wenn man Nein drückt, ist das ganze Spiel dann natürlich normal. Und wenn man Ja drückt, hat man die Wahlmöglichkeit, halt zu Team Rocket zu gehen. Also wer das richtig perfekt hinkriegt, also dann Ehrenhut.
Ich würde das Spiel Let's Playen, ich würde das Spiel verlinken, ich würde das Spiel sogar sponsoren. Also ganz ehrlich. Mega, mega Hammer. Also auf jeden Fall. Ansage an euch, wer sich das da draußen traut, irgendwie mal in 6, 5, 20.000 Jahren. Oder wenn man überhaupt das Video hier mal sieht, dann von mir irgendwann. Gerne. Ich will gerne diesen Aufruf irgendwann mal wieder machen. Falls man es jetzt nicht machen möchte. Okay. Das ist gut. Das Sendeexperiment war ein voller Erfolg. Es ist egal, was es denn versteckt wird. Wir haben höhere Ziele. Schon bald wirst du die wahre Macht von Team Rocket würdigen. Amüsier dich, solange du noch kannst. Genug. Wir haben hier alle Anhänger von Team Rocket besiegt. Aber der Junge, auf den ich traf, macht mir wirklich Sorgen. Er meint Levi. Sorry, Kirby, ich habe beobachtet, wie geschickt du bist. Da habe ich mich zurückgehalten. Jetzt müssen wir nur noch dieses merkwürdige Signal abschalten. Ja, ja, Sigi, ganz ehrlich. Du hast nur keinen Bock zu kämpfen. Sind wir mal ganz ehrlich als Champ. Oh, Spoiler. Diese Maschine ist die Wurzel allen Übels. Ich sehe leider keinen Schalter. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen alle Elektrobytes besiegen. Das sollte genügen, um die Maschine abzuschalten. Die Pokémon trifft keine Schuld. Daher fühle ich mich unschuldig. Dafür fühle ich mich schuldig. Kirby, wir sollten uns besser trennen. Ja, die Elektrobytes haben zwar damit nichts zu tun, aber wir müssen sie jetzt besiegen. Sigi. Aber das ist nicht das Problem. Dafür nehmen wir Bella, damit geht's nämlich schneller. Ich mach mal kurz einen Ehrenspeicherpunkt. Und da werde ich mal im Schnelldurchgang diese ganzen Elektroballs besiegen, weil da passiert ja nicht viel. Und dann werden wir jetzt gleich noch vielleicht Norbert herausfordern, denn ich bin heute sehr gut drauf und ich könnte mir vorstellen, dass wir Norbert nochmal schnell noch in die Folge reinknallen. Ja, okay, jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Die Story ist jetzt ganz klar. Wir gehen jetzt hier ab von ihm und wir kriegen noch hier was ist denn das für ein Thema? Whirlpool, ja, richtig, richtig. Weil wir brauchen ja Whirlpool für die 8. Arena dann. Ja, komm, Sigi, reicht jetzt auch irgendwann. Wir wissen ja wahrscheinlich, ihr wisst wahrscheinlich alle, was er labert. So. Okay. Ich bin aber nicht, ob wir noch Norbert machen. Also ich habe ehrlich gesagt Bock. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wollt, aber es ist auch so eine kurze Folge. Ich würde es gerne auf 18 Minuten bringen, die Folge Minimum. Och, ganz ehrlich, Leute. Wir hauen jetzt noch 7 Minuten drauf oder so. Oder wir machen noch bis 20:02. Wir brauchen sowieso für die Arena Wuff. Ja, ganz ehrlich, da brauchen wir Wuff. Der Wuff, der macht es jetzt hier noch, die ganze Arena. Der sweept die jetzt richtig weg. Wobei, da ist ja auch Jurob in der Arena, aber auch ganz viel Quiekel. Okay, jetzt gehen wir in Norberts Arena. Das ist eine totale Eisarena. Sollte ja jeder sehen, dass es aus Eis ist. Snowboarder Lewis schickt Europe, ja. Das ist jetzt blöd. Dann könnte ich auch einfach Eluna in den Kampf schicken. Wobei Eluna und Wurf werden uns hier in dieser Arena helfen. Also, eigentlich ist der Europe kein Wasser-Pokémon. Er ist ja kein Eis-Pokémon. Ich glaube, unser Pokédex-Eintrag ist nur Wasser. Und er kann halt Eisattacken lernen. Und als Jugong ist er Wassereis. Aber jetzt ja nicht. Das ist eigentlich blöd in der Arena. Aber er kann halt genügend Eisattacken, womit er uns ganz schön einheizen kann. Also von daher ist es dann schon auch wiederum richtig. Aber auch irgendwie nicht. Man kann sich halt rumstreiten. Aber ich mag die Arena trotzdem, oder? Wie steht ihr dafür draußen? Ja, nochmal Europe. Wer hätte es gedacht? Ich glaube tatsächlich, in der Randomizer Nuzlocke in Pokémon Gold hatten wir hier in der Arena unser Mewtwo drin. Wisst ihr das noch? Ich glaube, hier ist mir ein Pokémon gestorben. Habe ich das eigentlich geschafft? Ja, ne? Ich weiß es nicht mehr. Donnerschlag. Habe ich die Challenge geschafft gehabt? Ja, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ja, ne? Mit was für ein Team? Ich weiß es gerade gar nicht. Egal, müsst ihr wissen da draußen. Ich glaube, ihr müsst es wissen. Okay, nächster. Das Geprügel geht erst gerade los, Jungs. Kommt. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ich hing an der Arena ein bisschen. Ich habe das Rätsel nicht mehr gewusst. War das nicht so? War da nicht irgendwas, wo ich mich blamiert habe?
Weil das Rätsel ist eigentlich total simpel, wenn das Team Quiekelhack an Yugong. Noch schlimmer. Eigentlich sollte ich, ich sollte Iluna vorholen, ne? Wenn das gleich ein Quiekel kommt, wetten, dann raste ich aus. Ich glaube, ich hole mal vorsichtshalber Iluna raus. Den machen wir noch und dann noch die andere da oben. Und dann können wir schon Norberdius besiegen. Ich wusste es doch, ist das eine Scheiße, ey. Eieieiei. Na komm. Und ja, ich spule das deswegen auch gerade mit Absicht weg. Fuck. Ey, so ein Dreck. Das ist noch ein Trainer, den machen wir auch nochmal gleich. Muss ich, besser gesagt. Oder ich will es. Helga. Mit einem Rosana. Einem Psycho-Eis-Pokémon. War das schon Psycho? Ja, muss ja, ne? Hat ja Psycho-Attacken drauf, soweit ich weiß. Aber ist auch... Leider ist kein Wuff hier draußen, denn ich habe Iluna vorne. Weil ich zu 100% weiß, dass der gute Norbert einen Yurob, einen Yugong und einen Keifel hat. Und Todeskuss zahlt keine Wirkung, weil ich vom weiblichen Geschlecht bin. Glaube ich zumindest, dass es damit zu tun hat. Oh, Leute, es buggt. Mushas! Oh. Mushas! Ich hab gerade rausgetappt. So ein Dreck, das passiert mir immer in meinen Videos. Scheiße! Mushas ist jetzt aber kein Problem. Würde ich mal so sagen. George. Ist ja auch ein Wasser-Pokémon. Aber wenn man es so nimmt, es gab damals keine Wasser-Eis-Pokémon so richtig. Ich meine, wie waren das mit den Geist-Pokémon der ersten Gen? Es gab nur ein einziges Geist-Pokémon. Das war Nebulak, Alpollo und Gengar. Also eine ganze Reihe von Geist-Pokémon. Also nur eine einzige. Oh, komm schon. Danke. Mach nicht diesen Bruder. Mach das Video nicht unnötig länger. Das muss der Mensch schon Sinn haben und nicht unnötig lang gezogen werden. Das ist wie, dass die Fragwars ihre Videos genau auf 10 Minuten bringen. Das ist dasselbe unnötige Schema. Okay. Ich würde sagen, ich gehe mich kurz healen. Oder wir gehen uns... Danke. Okay. Wir gehen uns ganz kurz healen. Dann machen wir vielleicht noch Norbert, wenn ich gute Laune habe. Nein, doch ganz ehrlich. Ich habe so eine gute Laune heute. Das Rätsel ging wie folgt. Oh nö, jetzt, oder? Nicht bitte noch, nicht nochmal. Oh yes! Second try. Okay. Pokémon machen in ihrem Leben viele Erfahrungen, genau wie Menschen. Auch ich habe in meinem Leben viel gesehen und erlitten. Da ich der Älteste bin, lass mich dir zeigen, was ich meine. Ich war schon mit Pokémon zusammen, bevor du geboren wurdest. Ich verliere nicht gerne. Ich, Norbert, der Wintertrainer, werde meine Macht demonstrieren. Ja, Norbert ist eigentlich für mich hier der stärkste Arenaleiter in dem Spiel, also vom Sehen her, weil er hat halt echt die meiste Erfahrung, wenn man es so nimmt. Und als siebter Arenaleiter, also für mich wäre es der achte. Wobei halt Sandra die stärkste vom Spiel her ist in der Theorie als Arenaleiterin. Aber, also vom Spiel her ist Sandra die stärkste, aber in der Theorie wäre es eigentlich Norbert, weil wenn man die Kampferfahrung nimmt, die er eigentlich haben sollte, dann ist er Sandra meilenweit überlegen und er könnte sie easy wegknallen mit seinem Eis-Pokémon.
Ein bisschen weird, aber egal. Norbert ist trotzdem mega heftig. Weißt du, wie findet ihr Norbert? Schreibt's mir in die Kommentare. Was ist denn eigentlich euer Lieblingsarena aus Johto? Ihr könnt mir gerne... Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ja, das ist jetzt ganz, ganz, ganz blöd. Dass jetzt Keifel kommt. Ist ja... Jetzt ein bisschen blöd. Ganz, ganz, ganz blöde Situation. Eisboden wird zwar nicht sehr effektiv sein, die Wasserattacke, aber normal. Und Blizzard, ah, das kann einen ganz schön einfrieren. Das ist, hat eine sehr hohe Einfrierquote. Alter, geil, okay, gut. Wir können jetzt ein bisschen Schaden machen, aber nicht besiegen. Oder ist es sehr effektiv, weil er den Eistyp trägt? Oh, ist doch sehr effektiv. Ich dachte, der Eistyp resistet. Da war ich jetzt ein bisschen sehr neben der Spur. Keine One-Hit werden. Jetzt ist es auch One-Hit. Ja, Metzger ist viel zu stark, Alter. Nee, jetzt mal wirklich. Ich habe ein sehr, sehr starkes Kanimani von Anfang an gehabt. War ich der Meinung, als ich die Sets gesehen habe. Yugong ist wieder ein anderes Kaliber. Der kann Probleme machen. Weil er hat halt die die Erholung und halt die ganze Zeit die Schlafrede drauf. Hat er die Schlafrede drauf? Hat er das hier schon drauf? Ich weiß es nicht. Ja, kann er mich auch ganz verwechselt haben, ich. Aber wenn wir ihn One-Hitten, dann ist schon vorbei. Iluna hat auch einen sehr starken Angriff. Ah, scheiße. Eissturm kann mich auch einfrieren, sehr hoch. Nee. Aber das war's auch. Okay, gut. War ein sehr, sehr kurzer, knackiger Kampf gegen Norbert, aber auch nicht schwer. Also ich übertreibe jetzt, ich sage, wow, das war der stärkste Bosskampf. Nee, das mache ich nicht. Norbert wurde besiegt. Ich bin von deinem Können beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten in deinem Leben überstehen. Du bist dieses Orden würdig. Den ist Orden. Nice, dieser Orden hebt den Spezialwert deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon Whirlpool einsetzen, um echte Strudel zu überwinden. Und dies ist für ein Geschenk von mir. Ich gebe dir auch noch die TM Erholung. Eissturm, Entschuldigung, haha, das war ein kleiner Joke. Sie verursacht Schaden und verringert die Geschwindigkeit. Sie stellt die Härte des Winters dar. Ist ja auch eigentlich die Wahrheit, denn der Winter macht Menschen schon sehr kaputt. Im Sinne von, die Widerstandsfähigkeit, dass man Bakterien abwendet, ist ja sehr gering. Aber ich bin Winterkind. Kirby, wie stehen die Dinge? Ich rufe an, weil etwas Merkwürdiges mit dem Radioturm geschieht. Sie reden über Team Rocket. Kirby, weißt du etwas darüber? Vielleicht feiert Team Rocket ein Comeback. Nein, das ist nicht wahr. Sorry für die Belästigung. Pass auf dich auf. Nein, ich bin wirklich Winterkind statt Sommerkind. Ich habe lieber den Winter als den Sommer, aber trotzdem, der Winter verlangt den Menschen viel ab. Okay, ich würde sagen, nachdem wir Team Rocket 1 geschlagen haben, werden wir im nächsten Part Team Rocket 2 vernichten. Vielleicht in einem gesamten Part. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall, haut raus. Immer schön liken, disliken, was auch immer ihr möchtet. Kommt drauf an, wie ihr dieses Video fandet. Abonnieren ist selbstverständlich wie immer kostenlos. Könnt die Glocke abonnieren und schreibt immer gerne einen Kommentar. Das freut mich definitiv für ein Video. Haut auf jeden Fall rein. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Kirby63LP. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch ganz, ganz, ganz gerne einen Like da. Ihr könnt auch diesen Kanal kostenlos abonnieren. Oder schaut euch jeweils die Videos oder die Playlists an, die euch hier verlinkt werden. Also, haut raus. Großen, großen Kuss auf Ehrenbruderbasis geht raus an euch. Haut rein. Euer Kirby63LP.